Extreme Trockenheit kann manchmal auch gewisse positive Seiten zeigen. Hier in Thailand tauchen durch die Trockenheit die Ruinen eines Tempels wieder auf, der einst vor rund 20 Jahren durch einen Damm verschwunden war. Buddhistische Mönche und Touristen besichtigen dieser Tage zu Tausenden die Ruinen. Ein Besucher sagt: Der Tempel hier ist normalerweise von Wasser bedeckt, in der Regensaison sieht man gar nichts. Der Vorsteher des nahegelegenen Dorfes Nong Bua, Yutin Lopnikorn, zeigt Fotos aus früheren Zeiten, als er noch im Tempel unterwegs war. Alles, was ich hier im Tempel sehe, bedeutet mir viel. Als ich jung war, kam ich mit meinen Freunden immer wieder zu den Elefantenskulpturen am Hauptgebäude, um dort zu spielen. Dieser Platz war der Treffpunkt in jenen Zeiten. Der Direktor des Dammes von Pasak Cholasit, Supahai Manokarn, wiederum verweist auf die extreme Trockenheit und den Wassermangel als soziales Problem. Menschen aller Sektoren sollten begreifen, dass wir beim Wasserverbrauch umsteuern müssen. Wir müssen mehr Wasser sparen, denn ich glaube, solcher Wassermangel wird uns noch öfter treffen. Bereits 2015 waren die Ruinen dieses Tempels durch Trockenheit erstmals wieder aufgetaucht. Doch nun hat der Wassermangel neue Rekordtiefen erreicht. Falls nicht bald ausreichend regne, sagt der Dammchef, dann werde hier gar kein Wasser mehr verfügbar sein.